Yo Leute, was geht ab, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut. Okay, der Kinaya, kurz einmal ruhig sein, bitte. Ich hab euch lieb, ich weiß, das Wetter ist so schön und ihr seid gut gelaunt. Genau so sieht's aus. Leute, und zwar, ihr wisst ja alle, die uns auf TikTok verfolgen, wir haben einen Jungen namens Mauli gepostet und wir haben ihn aufgenommen, weil der Junge eine Fehlbildung hat, ja? Am Unterkiefer. Ja, genau, Unterkiefer. Und erzähl mal ein bisschen mehr, Daisy. Also er hat eine Fehlbildung am Unterkiefer und die Zähne wachsen ganz komisch. Zusätzlich hat er halt immer Schmerzen und er kann halt sein Gebiss nicht richtig schließen, glaube ich. Aber wir zeigen euch das gleich. Jedenfalls, unsere Aufgabe ist heute, mit ihm zum Zahnarzt zu fahren, Untersuchungen durchzuführen und zu fragen, was es kosten würde, das einmal zu heilen. Ja, ja? Genau. Oder zu operieren. Ich glaube, bei sowas muss ja, eine OP. Man muss richtig so eine OP mit Kieferchirurgen und so. Genau so sieht's aus. Und meine Sorge ist, ne, also hört sich ein bisschen dumm an, ich weiß nicht, ob das die Garde jetzt wirklich, ich sag mal, umsetzen können. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das machen. Das machen wir auch. Hier wohnen wir und er wohnt genau gegenüber. Die Mutter kommt mit. Die Mutter meinte schon, dass sie beim Arzt war. Und die haben irgendwie so eine Überweisung genau für ein Röntgenbild, meinte sie. Ich weiß nicht, wir wissen gleich noch mehr. Wir wollen jetzt nicht so viel reden, Leute. Wir wollen nur loslegen und dann werden wir euch Stück für Stück erzählen. Und ihr werdet das sehen. An der Stelle, peace. Kane wollte sich bisher melden. Ich weiß nicht, Kane, kommst du heute mit oder nicht? Ja, ich trinke gerade Cola. Ja, musstest du sagen, ne? Wir haben dir das erlaubt. Was ist das? Das ist Sprite. Yeah. Sprite ist das, ne, mein Schatzi? Nee. Warum ist das auf einmal dunkel? Die Kamera ist komisch. Ich muss damit erstmal klarkommen hier, die Kamera. Genau hier, Leute, ihr wisst, in Deutschland Waschmaschine, aber hier, das kann man auch machen. Das ist eine andere Variante, um die Sachen sauber zu kriegen, ne, Daisy? Das hast du auch schon mal gemacht, ne? Ah, das hast du auch schon mal gemacht, oder? Ja, bei der Wäsche. Bei der Wäsche, ne? Das ist das. Und hier, ihr seht, meine Mama macht hier gerade die Wäsche. Ne? Das ist Standard hier. Natürlich gibt es hier auch eine Waschmaschine. Ja. Aber das ist halt von früher, wird weiter fortgetragen hier. Ne? Obwohl man eigentlich auch eine Waschmaschine, aber ich meine... Wenn wenig, auf denen, dann machen die schnell so... Sie sagt wenig. Ist das ja, wirklich wenig? Wenig, wenig. Oh. Was ist denn jetzt? Wir müssen jetzt auch mal los. Ja, ne? Los, du redest. Also hier sind noch andere Kids. Hi. Hallo. Das ist doch Maulis Schwester, oder nicht? Ja. Ja. Das ist Maulis Schwester übrigens, Leute. Das ist Mauli, seine kleine Schwester. Mein Name ist Christiana Boy. No, no, alles gut. Der Junge ist über Kasse, alles gut. Sie dachte, sie muss reden. Sie hat stabile Zähne, also da ist nichts. Gehen wir mal einmal so. Oh, deine Zöpfe gehen raus. Rockstar. Okay, super. Ja, okay, dann lass los, Auto steht. Bleib doch bei Oma, Schatz. Kay, möchtest du mitkommen oder was? Das wird langweilig für dich, Kay, ehrlich. Okay, alles klar. Kayden kommt mit, weil Kayden rumheult. Kayden meinte, er möchte nicht hierbleiben. Bis gleich, Kina. Bis gleich. Guck mal, wie süß. Tschüss. Tschüss, Kina. Bis Bleibst gleich. Bleibst du bei Oma, ne? Bis gleich. Ja, Mama. Ja. Ich spiele. Du spielst, ne? Ja, Kayden nicht. Nee, Kayden nicht. Süß. Tschüss, mein Schatz. Mama, gehst du mit dir Auto? Ja. Zählt Papa auf? Ja. Kayden auch? Ja. Ja, wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Ich bring dir was mit, ja? Ich möchte, Bonbons. Bonbons? Kaugummi. Kaugummi? Ja. Okay. Okay, bis gleich. Ciao. Tschüss. Sie ist so süß, ne? Okay, okay. Kannst du mitkommen? Kein Problem. Setz dich hinten rein. Mauli, let's go. Guck mal, er wohnt gar nicht so weit entfernt. Seine Mutter verkauft auch so. Ich zeig euch, was der Junge hat, damit ihr versteht. Also, das ist Mauli. Your age is 16, yeah? Er ist 15. Ja, er braucht Hilfe, weil er eine Fehlbildung hat unten. Ich möchte die Sache langsam angehen und ich möchte euch wirklich mitnehmen. Ich bin selber auch gespannt, ob ich ihm wirklich auch helfen kann. Weil man macht ja immer so Spendenaktionen in Deutschland und man sieht nichts. Und ich bin halt hier, da wohne ich und er wohnt direkt da. Das ist seine Mama übrigens. Say hi. Ja, wir wollen das in die Hand nehmen und gucken, was wir machen können. So, you need to show. Genau, das ist unten seine Zähne und wir müssen das auf jeden Fall irgendwie versuchen, das hinzubekommen. Wir gucken, wie viel das kostet und dann starten wir eine Aktion auf jeden Fall. Let's go. So, wir sind jetzt on the way. Ihr wolltet Ben am Steuer sehen. Ben am Steuer, er macht das immer richtig gut. Egal wo, er kann fahren. Ja, Mann. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg. Es war gerade ein bisschen chaotisch. Kina hat sich dann entschlossen, doch nochmal zu weinen. Aber ich denke, da wird alles gut laufen. Und ja, wir nehmen euch auf jeden Fall mit jetzt zu so dem Zahnarzt. Gesagt, ne? Du weißt selber nicht, was du sagen sollst. Oder? Und dann werdet ihr erfahren, wie viel das alles kosten wird und ja, bleibt einfach dran, Leute. Also für alle, die immer sagen, dass Afrika keine Ampel besitzt, hier, ihr seht sogar das. Mit Sekundenanzeige, das gibt es nicht mal in Deutschland, Leute. Das ist, oh, da ist einer auch aus Deutschland. Wo? Achso, da hinten. Ja, stimmt. Ist hier auch Ampel. Genau. Also, ich sag mal so, natürlich es gibt es Ampeln hier, aber nicht zahlreich, sag ich mal. Ja. Nicht so. Auch, aber sowas existiert natürlich hier.
so wie auch Müllabfuhr, existiert hier aber halt anders. Anders, ja. Und auch nicht in jedem Ort, so kann man sagen, ne? Und da genießt der Bruder einfach die Sonne. Ja. Mit Mütze. So, auf ganz entspannt kann man es auch machen. So, jetzt sind wir da, Ben hat hier gerade geparkt. Ja, jetzt sind wir da, Kane hat ein bisschen gepennt. Wo ist das nochmal? Du hattest die Adresse da vorne, das lilane Gebäude. Ja? Ja. Da gehen wir jetzt rein. Genau, da gehen wir jetzt rein und wir wissen jetzt nicht, wie viel das kostet, aber gehen wir mal davon aus, dass es nicht so viel kostet. Dann übernehmen wir das natürlich, ne? Ja. Alles cool. Also wir wollen den jungen Mann auf jeden Fall helfen. Man muss halt dazu sagen, es gibt hier in Ghana keine Krankenkassen, die sowas bezahlen. Ich glaube auch. Daher musst du alles selber zahlen, ne? Genau, ja. So sieht's aus. Ja, wir gucken einfach mal. Ich bin gespannt. Ich denke mal, er muss auf jeden Fall Röntgen machen, Röntgenbild machen. Ja. Und wieder zurück zu seinem Arzt, damit sein Arzt sagen kann, was gemacht werden muss. Oder wie die Hervorgehensweise ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin selber neu in dem, was wir jetzt gerade machen. Aber wir hoffen, dass wir das auf jeden Fall meistern und den Jungen auf jeden Fall eine Freude bereiten, dass er wieder lachen kann. Ja. Wir waren ja bei Easter Dente. Eigentlich müssen wir sagen, Easter Dente könnte ihnen helfen, aber ich glaube, die können alles machen. Vielleicht, ja. Das, was er hat, muss operiert, glaube ich, werden. Ja, ja, safe. Genau, und da seht ihr den jungen Mann nochmal hier. Er lacht auch schwer, ne? Ja, ich weiß, ne? Mauli, Debiana, Oseyana, Sese. Sometimes. Ich habe ihn gerade gefragt, ob er jeden Tag Schmerzen hat. Da meinte er, nein, nicht immer. So ab und zu. Und ihr seht, seine Mutter ist auch da. Ne? Genau, hier ist das. Ihr seht das. Boah, warten die da alle, oder was? Ist hier? 24 Hours Farmers. Und jetzt kommen die hier rein. Jetzt gucken wir mal. Ich bin richtig gespannt. Ja, gib mal. Das sind die Papiere, ne? Ja. Dokumentation hier. Die sitzen da, ne? Alles entspannt. Hallo, Masi. Das ist kassenbonmäßig, was ihr auch mitgenommen habt. Ah, okay. Das heißt, jetzt schon 30 CDs bezahlen. 30 CDs, okay. So, er wurde jetzt aufgerufen und jetzt wird das Röntgenbild gemacht. Also, er soll sich wieder setzen. Jetzt haben wir alles erledigt und alles bezahlt. Es hat jetzt 80 Ghana CDs gekostet. Genau. Ich habe keine Ahnung. Guck mal selber jetzt auf Google. Schreibt es uns in die Kommentare. Jedenfalls, ich freue mich, er sitzt da mit seinem Mom, ne? Und wir haben denen auch das Geld zurückgegeben, was sie da bezahlt haben, ja, für deren Arztbesuch. Und 30 CDs. Guck mal, da merkt man wieder, du musst alles selber zahlen. Ja. Vielleicht ist das auch der Grund gewesen, weshalb sie das nicht machen wollte. Nicht zum Arzt gegangen ist. Ne? Ja. Aber egal, ich freue mich, dass wir das machen. Weißt du, ich habe ein gutes Gefühl. Und wenn wir jetzt irgendwie so einen Spendenaccount eröffnen, so für ihn. Und dann wissen wir wenigstens, dass es 100% gemacht wird und nicht irgendwie aus dem heiteren Himmel in Deutschland einen Account erstellen und sagen, ja, wir möchten irgendwo was bauen oder was weiß ich, irgendwann ist da nie gewesen. Oh ja, er wird gerufen. Soll ich mitgehen? Okay. Jetzt bin ich drinne. Jetzt kriegt Mauli jetzt hier sein Röntgenbild. Ich muss alles dokumentieren, Leute, damit ihr wisst, das ist kein Spaß. Ne, das ist ein ernstes Ding. Schau mir hier Tite gegen Stand-up. Short. Genau, guck mal hier, es ist sein Gebiss, das ist doch nicht normal. Tut mir zu leid, mit 16 immer so ein Problem zu haben. Even after I position him, you come in here because of the radiation. Okay, so I need to go out. Yes. And after that, I can come. Yes. Okay, thank you. So ich muss raus, okay? You can pause. Okay, thank you. Jetzt kann man hier darüber reden. Leute, ihr müsst mal bedenken, der Junge ist 16 und er läuft die ganze Zeit damit rum, ja? Also die Mutter hat sich nicht drum gekümmert und wie gesagt, der Mauli kommt immer zu uns rüber und hilft meine Mutter. Er ist sehr hilfsbereit, er ist sehr respektvoll. Und meine Mutter hat dann halt einmal halt gesehen, dass er irgendwie eine Fehlbildung hat und dann hat sie das mal in den Raum geworfen und meinte, ey, könnten wir ihm nicht eventuell helfen? Und ich dachte mir, warum nicht? Ja. Ich versuche das oder wir versuchen das. Wir haben die Reichweite dafür. Genau. So und viele sagen dann oder würden dann denken wieder, ja, wieso helft ihr nicht? Und Leute, ihr denkt immer, wie gesagt, wir sind keine reichen YouTuber leider so. Nicht. Leider nicht. Leute, wir machen YouTube, wir lieben es, euch zu entertainen, aber Leute, wir sind noch nicht so angelangt, so wie die großen YouTuber, dass wir sagen können, okay, wir nehmen jetzt mal 3.000 oder 4.000 und helfen mal eine Person. Das geht ja nicht, Leute. Wir sind ehrlich in der Hinsicht. Wir helfen da, wo wir helfen können. Und ja, Mauli ist jetzt fertig zum Glück. Mauli kommt jetzt. Was gut? Okay, Röntgen schon erledigt. Super. Sehr gut, das freut mich. Ja, das freut mich auch. Und jetzt müssen wir kurz warten. Ich glaube, er kriegt dann so ein Bild wie in Deutschland. Genau, halt, ne? In Deutschland. Guck mal, hier gibt es auch, ich habe gerade gesehen, X-Ray, Ultraschall, CT, CT, EKG. Hier ist halt mehr, ne? Das ist echt krass. Ja, ich auch.
krass. Und das ist in Osu. Osu ist es hier. Osu ist ein bisschen halt auf den High Class. Ein bisschen teurer. Genau. Als da, wo wir hinkommen. Für die beiden ist es jetzt gerade, wie soll ich sagen, richtig krass, dass die unterwegs aufregend, sind. Ne? Aufregend, aufregend, dass sie hier sind. Genau, wie so ein Ausflug. Bin glücklich auch mit ihnen das miterleben zu dürfen, dass wieder ganz normal lachen kann. Man weiß nicht, was genau gemacht werden muss, ob der Kiefer geschliffen werden muss. Weil oder eine Zahnklammer, aber auf extrem, dass es so rein ist. Ich weiß nicht. Das glaube ich nicht, nein? Das funktioniert nicht. Dafür ist der Kiefer zu nach vorne und geschwollen. Aber ja, wir werden sehen, wir werden euch auf jeden Fall sagen, was dann gleich rauskommt. Wir fahren dann gleich zum Arzt, oder? Genau. Oder wenn jemand von euch irgendwie Ahnung hat, dann schreibt es in die Kommentare, was wird da gemacht. An der Stelle, die warten jetzt hier. Mauli ist ein bisschen müde. Unikum. Wir wollen nur helfen und wir hoffen, dass unsere Hilfe aufgeht und dass der Junge ganz normal lachen kann. Weil mit 16 Jahren oder gefühlt sein ganzes Leben immer so sein Mund zu machen. Wir halten uns auf jeden Fall auf dem Laufenden und ja. Bis später. Also hier, unsere Arzthelferin kann uns jetzt mal aufklären. Was ist das jetzt? Das ist jetzt ein Röntgenaufnahme. Wahrscheinlich ist es das Foto. Das kann ich euch einmal zeigen. Oh ja. Und dann siehst du auch einfach, bis wohin das geht. Guck mal, wie weit das in seinen Unterkiefer reingeht. Aber also das ist also so, ne? Das ist ein Gebiss hier, unten, das ne? Das ist alles geschwollen. Hier ist sogar noch ein Zahn. Da ist noch unten ein Zahn? Bis hier unten. Aua. Und hier siehst du, wie schief die Zähne ineinander sind. Das heißt, das ist alles hier komplett fehlgebildet und hier überall hat er gar keine Zähne. Die sind hier unten, die Zähne. Boah, was macht man jetzt mit sowas, ey, Leute? Oh, tut mir so leid. Und hier sind noch Weisheitszähne, glaube ich, die durchkommen, die ihm bestimmt auch richtig wehtun. Scheiße, Digga, wie behandelt man jetzt sowas? Die kann man ziehen. Ja, wir gehen ja gar nicht von das. Also das und das hier, glaube ich, musst du rausschneiden, wenn ich ehrlich bin, und Prothesen reinsetzen, oder? Sagst du, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Zahnarzt. Aber wir fahren jetzt zum Arzt, es sieht echt schmerzhaft aus, wie so ein... Und er hat ja immer, er meint, er hat immer, also nicht immer Schmerzen, aber er hat da Schmerzen. Ja, tut mir gerade so leid. Das tut mir richtig leid. Ja. Ey, das ist ja krass. Da muss auf jeden Fall, ja, da muss was gemacht werden. Ja, um meine Picture. Sie sehen, was hier du Doktor noch am Koschemau. Na, um Akadia, so um ihr Mau. Also, ich habe ihm gerade erklärt, muss wieder zum Doktor. Hin von der, was rutscht hin von der, ja, ja. Just there? Was hast du in der, ja? Ja, 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 ja. Scheiße, Digga. Pass auf. Ja, Mann. Guck, dann hast du ein Jahr hier. Hier? Hand, just inside. Aha. Jetzt ist guck mal da. Ja, wo ist der Doktor? Ne? Oh, das ist. Ah, das ist schmerzhaft. Also, wir sind jetzt hier angekommen. Genau, wir sind jetzt angekommen. Ich glaube, das ist hier Krankenhaus. Das Gebäude hier ist einfach ein Krankenhaus. Und da gehen wir jetzt rein, da waren sie vorher und die haben sie dann zum Röntgen. Mit von Mauli sein Röntgen. Röntgenbild und dann gucken wir mal, was die Leute sagen, ja? Komm. Okay, let's go. Ja, heute kommt Therese, komm. Thank you. Also was ist jetzt? Ich verstehe das nicht, du musst. Ich verstehe die Sprache auch nicht, also es ist eine ganz andere Sprache. Ja. Wir sind kurz durch, ich habe keine Ahnung. Ken ist auch dabei mit seinem Braid, du kleiner Braid-Herr. Gucken wir mal, was der junge Herr hat, was man da vielleicht, oder was der Arzt da machen kann. Okay, sehr schön, ja, wir müssen jetzt warten. Oder warten lassen. Jetzt warten und der Doktor kommt gleich und dann Besprechung, da müssen wir ihn das vorzeigen, ne? Ja. Bin echt gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, wir können ihm helfen. Hoffe ich auch, ey. Du kennst das wenigstens hier, ne? Wie die hier leben und so, wie die in Deutschland leben, ne? Das kennst du den Unterschied. Das ist wichtig für mich gewesen, dass du das kennenlernst, weißt du? Wo Papa herkommt, weißt du? Eierkopf. She just came in and there's a number of patients we have to attend to. Okay, so we need to wait then. Okay. Daisy und Kane sind kurz rausgegangen. Jetzt muss ich gucken, was ich machen kann. Ey, Tierino, Pippa, na, hast du mal Erfahrung? Was ist jetzt mal mit Inside? Okay, jetzt müssen wir warten wieder. Ich weiß nicht, was die da drinnen machen. Jedenfalls, wir haben sehr, sehr lange gewartet. Und ihr seht das in seinem Gesicht. Er hat nicht mal mehr Bock. Papa, sehr schön. Bitte. Sehr schön. Sehr schön gemacht, Daisy. Ein schlauer Move in deinem Leben, was du gemacht hast. Das ist so. Okay, schmeckt dein Malz? Ja, Papa. Ja, Katie. Okay, ich glaube, er ist gleich dran. Ja? Ja. Gott
Gott sei Dank. Gott sei Dank, ehrlich. So, it's not just his teeth that are... Yeah. It's also bitchy. And then he's These are teeth. Yeah. And they didn't grow. So it's likely this tumor is coming from here. When it happens like that, it can like stimulate a tumor formation. You get it? And so you see how a sinai basa on the nose because of this tumor. And then this place here, sinai. Okay, so what's the tumor move you feel? So we have to take out the tumor. Oh, yeah. And once we take the whole bone is affected. So we have to talk about that one. No, yeah, they are sure. We put in a plate. It's called a plate. Prothesis. Pardon? Like something like prothesis. Like a prosthesis. Yeah, we'll do a prosthesis for you. Prothesis, after. But then we'll put a plate in there. Because yes, the bone will just be hanging. Because we are cutting this part, cutting this part. But it will take time. It's in stages. Yeah, like 5,000. Yeah, but then I could do like 10,000. Then you're upset that. We told you it's fine, because so whatever amount we state is not fixed. It could be less. So what you think, like, let's say 50,000 Ghana, then everything is fixed? Oh, it's not going to be that much. It's not going to be that much. Okay. Did you get it? Uh-huh. How much maybe with everything? So for the plate, you have to buy the plate. You have to buy it because our own. It's not the normal plate. We'll show you somewhere to get it, and then you can get it from. But I think you guys are gonna do that. So yeah. So I mean, we just arrange with the people. They bring their plate. That's what we usually do. It's an implant. It's a bone plate. It's not a normal plate. Okay. So that the plate for something like this, it will be I think about 6,000 for the plate. And then the surgery, does he have insurance? But you need to be service. Ma, but your insurance. And the nipple, the only thing is insurance. With him, how old is he? 60. Yeah. The thing I'm saying is like the payment is the important thing for me. Like how much you guys actually pay for everything. That's what we are saying. That's the only thing. We can't give you a fixed. Okay, so let's say. Let's say 50,000. 20,000, I think everything okay. Will be sorted. So let's say like maybe 50,000. Sagen, das ist ein Tumor. Jetzt sind die da drin, die Mutter, und die werden jetzt gerade aufgeklärt. Ist das dann erst gekommen, ne? Er hatte das nicht immer, ne? Nein, er hatte das nicht immer. Der Boy hat gar keinen Bock. Guck mal, wie er fehlt. So, jetzt sind wir fertig, jetzt gehen wir raus. Der junge Herr wurde untersucht. Untersucht. Okay, jetzt müssen wir zum Labor. Blut muss abgenommen werden. Und dann soll er Freitag nochmal kommen. Und dann wollen die Freitag ein Stück von seinem Tumor da genau abschneiden, ein kleines Stück. Und dann wollen die das überprüfen, ob das so ein bösartig ist oder nicht. Und dann wollen die dann gucken, wie die dann hervorgehen, weißt du? Deswegen muss er Freitag nochmal kommen. Er meint auch so um 8 Uhr. Ganz früh. Ganz früh. 8 o'clock near Bedua. Lach doch mal ein bisschen, Boy. You feeling better? Natürlich fühlst du dich gut. Und Daisy, bist kaputt, bist hungrig, ja, bist schlecht gelaunt. Ich hab auch Hunger. Du hast auch Hunger? Ja. Wir müssen jetzt Maske kaufen, Maske. Daisy, wir müssen Maske kaufen, bevor wir rein dürfen. Okay, ready to go? Okay, Janko. Okay, jetzt gehen wir rein. Jetzt wird von Mauli sein Blut abgenommen. Kane hüpft hier rum wie ein Kaninchen. Ey, aua. Laboratiti. Es gibt ja seine Karte. Jetzt gucken wir gleich, wie viel das kostet. Er ist jetzt fertig. Der junge Herr steht jetzt da. Und erste Blutentnahme in seinem Leben. Genau, komm. Dankeschön, tschüss. So, they done? Out, ey. Da wurde Blut abgenommen. Jetzt gehen wir nach Hause, ne, oder? Ja. Genau, jetzt sind wir hier fertig, Leute. Wir gehen jetzt raus. Jetzt geht's ab nach Hause. Doch, wir sind fertig. Okay, was wolltest du noch machen? Wolltest du noch irgendwas machen, oder was? Was denn? Ich höre dich nicht, was? Ey, wenn du mich noch einmal anschreist, ne? Haben wir Stress. Ich höre dich nicht, er wird laut. Er darf ihn nicht anschreien. Guck mal, der Ton macht die Musik, verstehst du? So, er kann. So, weißt du? Aber das. Ja, weißt du? Jetzt steigen wir in unserem Range Rover ein. Ne? Ist heute ein bisschen windig, ne? Range Rover? Was ist das denn? Ein Schokopop.
Du willst wohl, das ist ein Toyota. So, Mauli und seine Mutter verlassen uns jetzt. Da ist die Mutter. Genau. Hier ist Mauli. Man sieht zwar, doch, da sieht man. Da ist die Mom. Ciao, ciao. Bye, bye. So, Leute, jetzt sind wir zu Hause. Das war so ein anstrengender Tag, Leute. Ihr seht, ich bin richtig müde. Guck mal, wie ich geschwitzt habe. Meine Haut glänzt. Das ist alles Schweiß. Ich schwöre. Wir sind sehr lange unterwegs gewesen. War eine sehr, sehr lange Fahrt, Leute. Das auch noch. Mit Stau jetzt noch am Ende. Ich habe das so lange durchgehalten. Echt stark. Ich bin sogar hier mit Dings Flip-Flops gefahren, ja, Leute. Eigentlich gar nicht. Fazit ist jetzt auf jeden Fall, dass wir jetzt bei dem Arzt waren. Es wurde jetzt nochmal Blut abgenommen. Am Freitag kriegt er die Ergebnisse. Freitag muss er auch nochmal hin. Dann wird sozusagen geguckt, ob der Tumor bösartig oder gutartig ist. Es wird ein Stück abgenommen und wieder ins Labor geschickt. Und danach wird dann quasi entschieden, wie es weitergeht. Der Prozess wird dann weitergehen. Und wir haben ja so gefragt, so Pi mal Daumen, wie viel das kosten würde. Also wir liegen da bei 4.000 bis 5.000 Euro ungefähr, ne? Ja. Genau können Sie es natürlich noch nicht sagen, das wissen Sie dann erst, wenn es soweit ist, aber dann werdet ihr es natürlich erfahren. Wir werden dann, denke ich, diesen Aufruf jetzt starten und müssen wir einen starten. Link vorbereiten, wo ihr dann spenden könnt. Genau, also ich sag mal so, an der Stelle, Leute, ich werde das nicht machen, ich würde das über eine andere Person laufen lassen, weil sonst heißt es später wieder, ich benutze das Geld und. Kennst du auch, wo wir Beweise haben? Genau, wir haben Beweise. Man sagt oft, man braucht nicht immer zeigen, wenn man was Gutes macht, aber in dem Sinne, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist und sagt, okay, du möchtest einer Person helfen oder generell irgendwie Menschen helfen, dann finde ich, da kann man nur kurz einmal zeigen, das ist auch wirklich auch, genau, das ist das. Viele haben mich in dem Punkt falsch verstanden. Ja, ich habe jemanden unter die Lupe genommen und jetzt mäßig kommt das immer irgendwie so rüber, wenn ich sowas machen möchte, Menschen helfen möchte, dass sie sagen, okay, ja, du hast über ihn geredet, aber machst irgendwie dasselbe. Aber Leute, ihr habt auf unserem Familienkanal gesehen, dass wir eigentlich Spenden gesammelt haben und auch wirklich hier für die Kinder was Schönes gemacht haben. So. Deswegen an der Stelle, Leute, ich wünsche wirklich, dass wir hier Mauli helfen. Wir werden auch spenden für den Jungen. Auf jeden Fall. Dass er auf jeden Fall seine Zähne da gemacht bekommt. Die meinten, das ist ein Tumor, haben die festgestellt. Ach, Leute, ich war schock. Ich habe am Anfang falsch verstanden. Ich dachte, er hat diese Fehlstellung schon die ganze Zeit. Nein, hat er nicht. Aber die Mom hat, hat erzählt, dass es wohl jetzt so in den letzten 6 Monaten sich entwickelt hat. Ja. Und dadurch ist es immer dicker geworden. Und das ist einfach traurig. Und sein Gebiss, einfach seine Zähne einfach schief und so. Ja. Ja, an der Stelle, Leute, danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wir werden auf jeden Fall euch auf den Laufenden halten. Wir werden Mauli helfen, soweit es geht. Natürlich. Ne? Solange wir noch hier sind, werden wir alles dafür tun und werden euch immer, wie gesagt, aktuell mitnehmen. Und wir würden uns wirklich freuen über jede einzelne Unterstützung. Ich weiß nicht, wir werden diesen Link irgendwie erstellen. Also ich nicht, sondern ich werde das weiterleiten. Der Link wird auf jeden Fall erstellt, wird dann mit euch geteilt. Genau. Entweder hier auf YouTube in irgendeinem Video oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, TikTok und so. Auf jeden Fall werdet ihr erfahren, wann der Link dann aktiv ist. Genau, und dann werden wir euch auch immer up to date sagen, wie viel wir gesammelt haben. Ja, und werden dann auch selber gucken, genau, ihr werdet auch selber sehen. Und wenn das soweit ist, dass das Geld gezahlt werden muss, dann seht ihr das ja, dann werden wir auch aufnehmen, wie seine Zähne sind, vorher, nachher. Und an der Stelle, Leute, man hat wieder sehr viel geredet. Hast du noch irgendwie was? Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, aber wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr auch mitfühlt und Mauli helfen würdet. Aber wie gesagt, der Link wird erstellt. Danke fürs Einschalten, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Okay, dann, was isst du da? Kina, was isst du da? Banku und Schaf, Pfeffer. Banku? Thunfisch und Schaf.